Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Freitag, den 28.10.2022 und damit auch den letzten Handelstag im Oktober, der im DAX natürlich eine unheimlich starke Performance hat. Und das Titelbild heute mal gar nicht eigentlich dem DAX gewidmet, ne? Sondern eher mehr dem, was jetzt auch noch nachbürstlich kam. Deswegen habe ich auch ein bisschen mit der Analyse noch gewartet, wollte gerne erst mal sehen, noch die Apple-Zahlen und die Amazon-Zahlen. Nicht, weil ich auf die Zahlen gucke, sondern einfach auf die Reaktion gucke, wie bewegt sich außerbürstlich da noch was. Um da ein bisschen Handlungsimplikationen mit rauszunehmen. Wie gesagt, die Daten sind mir an sich egal, aber es ist immer manchmal ganz interessant zu sehen, wie groß sind die Ausschläge, weil man da natürlich entsprechend auch Dinge ableiten kann. Und bei den, wenn ich mir jetzt eine Amazon zum Beispiel anschaue, mit fast -20% auf der Uhr, ist das natürlich jetzt eine sehr, 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 sehr interessante Chance. Auch wenn man mal berücksichtigt, dass die Amerikaner die letzten Tage immer schwach auf der Brust waren und unseren DAX schon ein bisschen gehindert haben. Das ist einfach so, wenn dass die Marktstimmung nicht überall bullisch ist, dann steigen die Märkte wesentlich träger, wesentlich ruhiger und zurückhaltender. Das ist einfach so, ne? Wenn irgendwo was brennt, dann wird auf der anderen Seite Zurückhaltung geübt, nicht weil das eine von dem anderen abhängig ist direkt, ne, sondern einfach weil die Marktstimmung als Gänze in Gänze einfach breit gefächerter ist, ne? Das heißt, da ist natürlich, wenn Apple und Co. auf Komplettschuss unten stehen, dann hat das auch Auswirkungen auf unserem DAX. Ne? Wenn dort drüben negative Stimmung aufkommt und die Leute alle verkaufen, dann verkauft man auch in Europa. So, und das ist der Grund, warum ich das noch gewartet habe. Ich muss sagen, unser DAX, ich hätte jetzt auch das Wellenbild auspacken können hier mit dem Daumen nach oben, denn so schlimm sieht es im DAX gar nicht aus. Ne? Den Nasdaq hat es ein bisschen mehr zerlegt. DAX wird jetzt hier knapp nachbörslich 30 Punkte tiefer notiert, als er geschlossen hat. Das ist jetzt erstmal kein Halsbeinbruch, wenn wir auch überlegen, was wollten wir gestern sehen. Wir haben gestern gesagt, ja, sieht gut aus. Ne? Wir sollten das beachten, was wir sehen. Haben gesagt, die Grünen sind dynamischer als die Roten. Solange das so bleibt, kann er weiter hochsetzen. Die 13.100 wäre noch eine Chance zum Aufdrehen. Die 13.50 wäre nochmal eine Chance, um aufzudrehen. Die hat er dann gar nicht mehr erwischt. Hat sich dazwischen wieder hochgedreht und auch sehr dynamisch hochgedreht, hat auch neue Hochs gekriegt. Wir hatten gesagt, hier, wenn die Shorts richtig unter Druck bringen, kommen, sind 13.295, 13.391 auch möglich. Das ist nicht eingetreten, vermutlich auch, weil die Amerikaner eben auch deutlich schwach tendiert haben. Also wir haben auch im Nasdaq, DAX, die standen mal fast schon, die standen mal übereinander. Also da war der Nasdaq mal höher notiert im Kurs als der DAX und der ist jetzt schon wieder 2000 Punkte weg. Und ich finde das aber sehr interessant, was da jetzt passiert ist. Ne? Also 20% Abwärtsgap, das kann halt auch ein Exhausting-Gap werden für, ich sag mal, Nasdaq. Der ist das ganze Jahr schon unter Druck, auch die Amerikaner. Das sieht nicht gut aus, wie sich die Aktien dort bewegt haben. Ne? Also da sehen fast unsere europäischen, unsere deutschen Titel nicht ganz so schlimm aus, wo man sagen könnte, okay, Gas, Streit, Co. und bla. Ihr wisst, ach, gebt da sonst so überhaupt nichts drauf, ne? Weil es nie passt. Was immer hinterher zurechtgeredet wird, aber man muss es einfach so festhalten, ne? Die haben echt gelitten, viele amerikanische Titel. Und wenn das jetzt natürlich so ein Exhausting, so eine absolute letzte Erschöpfung im Oktober ist, wo man jetzt sagt, oh Gott, jetzt, aber dann bitte Jahresendrallye, würde sich natürlich auch gerade bei Amazon und so weiter das jetzt anbieten, da so ein Gap einfach wieder zuzumachen. Und wenn natürlich jetzt die Amerikaner auf Kaufkraft kommen und die Indizes richtig nach oben blühen, dann kriegt unser DAX ja aber ganz flinke Füße, ja. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht im Short Squeeze drin steht, was dann vielleicht gar kein Short Squeeze ist, sondern einfach Kaufpanik, ne, die dann hier durchaus einsetzen kann, weil wir sind immer noch in dem Stadium, dass hier unheimlich viele Short drin stehen und viele die Shorts auch noch nicht geschlossen haben und manche sogar weiter ausgebaut haben. Das ist eine Abwärtstrendkante. Die Abwärtstrendkante ist halt allzeit hoch. Wenn die bricht, die 200-Tage-Linie kommt erstmal bei 13.600 irgendwas rum. Ja, also knapp um die 13.700. Deswegen passt da ein bisschen auf. Also, wenn das wirklich bei den Amerikanern jetzt einfach so ein letztes Puff war, so einfach so ein Luft holen, bevor man anfängt, jetzt mal richtig loszulegen, würde ich wirklich, wirklich, wirklich aufpassen, wenn uns der DAX hier drüber marschiert, weil er wahrscheinlich dann nächste Woche auch weiter treiben kann. Ne? Und deswegen, wir haben es auch gestern schon gesagt, aufpassen mit Shorts und
aber auch mit Longs, dass man sich absichert. Das ist ein Bereich, von dem ich definitiv sagen kann, hier entscheidet sich jetzt, ob wir jetzt 500 Punkte weiter nach oben laufen oder 500 Punkte nach unten fallen. Oder sogar noch mehr. Ich würde sogar fast sagen, wenn er nach unten fällt, dann ist noch mehr wie 500 drinne. Oben wird es wahrscheinlich ein bisschen eher ruppiger, aber trotzdem, wir haben den November, wir haben Dezember, das sind immer Monate, in denen es die Börsen eher leichter auch hoch haben. Das sollte man nicht ganz vergessen, ja, bei seiner Positionierung und entsprechend auch mit verarbeiten. Und wie gesagt, wenn das jetzt bei den Amerikanern Entschuldigung, so ein Erschöpfungs-, ich fuchtel hier immer mit den Händen rum, während ich mit euch rede, ich weiß, ihr seht das nicht, aber deswegen hat hier jetzt was im Hintergrund geklappert. Ich versuche mit den Händen zu zeigen, ne? Wenn der jetzt da drüber macht, über die Hochs, ich würde einfach aufpassen. Also für mich ist das dann immer noch long. Für mich ist es nach wie vor noch long. Ich würde einfach aufpassen. Ja, wenn der da noch drüber geht, der kann echt weiterlaufen. Das sollte man nicht unterschätzen und auch nicht wegreden. Ja, und wenn man short ist, kann man sich auch absichern. Kann später wieder aufgreifen, wenn wieder richtig das Blut rot kocht. Trotzdem sind wir an einem Bereich, wo es vollkommen legitim wäre, auch zu fallen. Ne? Das versteht nicht falsch. Ich würde mich das wirklich betonen. Das ist einfach eine wichtige Stelle auf beiden Seiten. Der kann auch nach unten jetzt wegdrehen und hier wirklich auf längere Strecke gehen. Aber ich fürchte ja fast, dass das, wenn dann bloß so Freitag, Montag ein bisschen zur Seite runtergleitet und hochgeht. Wenn ich jetzt sehe, dass der trotz, keine Ahnung, was waren das heute im Nasdaq? 4, 5% minus. Ich sehe, dass der DAX jetzt gerade mal noch 25 Punkte unter seinem Tagesschluss steht. Dann brennt bei mir erstmal keine Panik an. Ganz ehrlich. Dann sage ich mir eher, coole Socke. Mal gucken, was er macht. Also von daher, wenn wir zum Freitag rutschen und ich sag mal, der macht hier wirklich rote Stundenkerze an, rote Stundenkerze. Würde ich mal einen Rücklauf auf 12,49 einplanen. Im ersten Step. Ja, ich glaube, das ist durchaus möglich, wenn der Schwäche zeigt. Aber dafür muss er Schwäche zeigen. Wenn der bloß einfach weiter zur Seite schiebt, so flach wie die ganzen Tage macht, dann läuft er weiter hoch. Und wenn ihr dann fette grüne Stundenkerzen seht, dann ist das immer wieder so ein, hier, schnippst mit dem Finger, so ein Go. Für, komm, wir schnappen uns das nächste hoch. Und egal, wie weit die Grüne. Ich habe immer auch viele, die sagen, wenn ich so sage, ja, wartet doch die erste grüne Stundenkerze ab, die dann sagen, oh Martin, die ist dann schon 100 Punkte gerannt, was soll ich denn damit? Ja, aber die läuft dann halt auch weiter. Der dreht ja dann nicht um und kommt runter. Der macht ja dann nochmal 100, 200 Punkte obendrauf. Und von daher, nehmt es einfach als Signal, auch wenn es komisch ist und wenn es sich komisch anfühlt. Denkt immer daran, unser Instinkt ist dafür ausgelegt, an der Börse zu verlieren. Wollen wir gewinnen, müssen wir es anders machen, wie das, was uns instinktiv in den Bauch eingelegt wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, so, und von daher können wir es eigentlich knapp machen. Ich sag mal, alles, was über, wackelt wieder der Teller, weil ich rumfuchtle, alles, was hier über 13.200 geht, um es ganz konkret zu machen, ist für mich zum Freitag Long Terrain. Ist einfach so. Ja, würde ich darüber immer wieder Long suchen. Das heißt jetzt nicht, dass ich beim erstbesten Kurs bei 13.201 sofort den Long reinknalle mit einem Stop-Loss irgendwo ins Nirgendwo. Nein, nein, nein. Aber alles, was über 13.200 geht und dann mal rücklaufen, ein Dreieck, eine Flagge, irgend alles, was sich an, alles, was man traden kann, alles, was sich Setup-mäßig irgendwo herleiten lässt, das würde ich dann eben auf Long-Seite nutzen. Auch unsere Lisa und so weiter, die wird sich dann Long-Freigaben erteilen und so weiter. Muss halt über die 13.200 weg rüber. Aber ich glaube, es wird ihm gar nicht schwerfallen. Der kommt jetzt wieder mit einem schwachen, tiefen Freitagsstart rein. Das ist wie Mittwochskämmer. Macht er oft. Und wenn er das gut verarbeitet kriegt, dann macht sein Gap Close, drückt sich ein bisschen höher. Kann er auch bis Freitagabend dann noch was oben rausdrücken. Also das glaube ich schon. Sollte es ihm aber nicht gelingen und er auch das Gap nicht zukriegen und er kommt tiefer rein, ja, dann schon ein bisschen vorsichtig, dann nicht ganz so übereifrig auf der Long-Seite, weil, wie gesagt, wenn er in den Rücklauf geht, dann sind hier durchaus 12,49 erstmal drin. Ja, aber, also unter, ja, weiß nicht, unter 13.100 ist zu knapp, um das abzugrenzen. Aber ich würde schon sagen, unter 13.100 würde ich wahrscheinlich eher Longs zurückstellen. Mich vielleicht sogar einem Short öffnen. Aber das muss auch schön aussehen. Wenn das nur so flaches runtergekleckert ist, wie das die ganzen letzten Tage waren, dann kommt halt auch wieder nur einfach eine dicke Grüne und drückt nach oben. Ja?
Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mit anfangen. Ich weiß, ihr mögt es gerne manchmal konkret, aber es ist halt hier gerade wirklich eine wichtige Entscheidungsstelle. Hier ist in meinen Augen beides auch vollkommen legitim. Wenn ihr mir jetzt einer sagt, Martin, ich habe jetzt einen Stop-Loss gestartet bei 13,140 mit Stop-Loss über 13,2 hoch hier. Keine Ahnung, was ist hier? 2,70 oder was? Soll ich den abbrechen? Ich glaube, ich würde nicht mal nein sagen. Ich würde sagen, probier's halt. Mach's halt. Aber wichtig ist, wenn der oben weiter drüber geht, dann muss das Ding halt raus, weil der läuft dann einfach weiter halt. Ne? Der macht dann Stück für Stück die nächsten Ziele klar. Und von daher, es ist eine wichtige Stelle, kann umdrehen. Ich möchte es aber auch erst sehen. Bisher sehe ich es nicht. Es ist eine rote Tageskerze, ja, aber untergeordnet sehe ich nicht, dass da irgendwie richtig Stress drin war. Du hast die letzte Stunde mal ein bisschen nach unten abgekleckert, aber mehr auch nicht. Also für mich noch relativ positiv. Unter 13.100 würde ich mich eher auf einen Rücklauf Richtung 12.49 einstellen. Oberhalb von 13.200, das ist für mich long. Punkt. Ende aus. Wünsche ich euch viel Erfolg zum Freitag. Gutes Gelingen. Und die Webinar-Leute, also die Premium-Dienst-Leute, am Samstag, wir machen schon am Samstag Webinar diesmal von 10 bis 12. Und ja, alle anderen hören mich dann am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin, tschüss.